Er kämpfte im Widerstand gegen Hitler, er schuftete in Deutschland als Gastarbeiter und schließlich schaffte es dieser Josip Broz bis zum Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden. 35 Jahre lang war er unter dem Namen Tito unangefochtener Chef der Volksrepublik Jugoslawien. Als junger Mann wollte er in Amerika Millionär werden. Später meinte er, nun lebe er eben als Millionär in Jugoslawien. Über den Diktator mit den vielen Frauen und den teuren Autos, mit großem außenpolitischen Geschick, dem es gelang, den Vielvölkerstaat Jugoslawien zu einen, erscheint jetzt die erste umfassende Biografie. Dieser Mann war in seinem Leben vieles. Gastarbeiter bei Benzin Mannheim, Partisan gegen Hitler und Mussolini, international agierender Staatsmann ohne Berührungsangst vor der kapitalistischen noch vor der klerikalen Welt. Ein Lebemensch mit Lust auf Luxus, ein blutiger Diktator, der den unerhörten Mut hatte, dem Allergrausamsten der kommunistischen Welt, Josef Stalin, die Stirn zu bieten. Seine Rebellion gegen Stalin ist eine seiner größten historischen Leistungen. Das war eine Zäsur. Damit hat er das Ende einer Ära eingeläutet. Er hat den kommunistischen Glauben an die Unverletzlichkeit der stalinschen Macht zerstört. Der slowenisch-italienische Historiker Josip Pierjevic erzählt in seiner brillanten und anekdotenreichen Tito-Biografie das Leben dieses charismatischen Mannes. Er hat die Archive von Washington bis Moskau durchforstet und ist auf einen lebenshungrigen Machtmenschen gestoßen. Seine wichtigste These: Tito brach mit Stalin nicht wegen eines humaneren Kommunismus, sondern weil er die Macht nicht teilen wollte. La voglia di essere padrone a casa sua. Er wollte Herr im eigenen Haus sein. Für ihn war die Vorstellung, ein Satellit der Sowjetunion zu sein, nicht hinnehmbar. Er wollte schon mit Stalin zusammenarbeiten, aber er wollte keine Befehle aus Moskau bekommen. Nach dem Bruch mit Stalin schreibt Tito unerschrocken eine tödliche Warnung an den sowjetischen Diktator. Hör auf damit, all diese Attentäter auf mich zu hetzen. Wir haben bereits 5 von ihnen erwischt. Einen mit einer Bombe, einen anderen mit einem Gewehr. Wenn du nicht damit aufhörst, werde ich dir einen nach Moskau schicken müssen. Und ein zweiter wird nicht nötig sein. Der Mythos des Josip Broz, genannt Tito, beginnt als Befreiungskämpfer. Mit seinen Partisanen zieht er 1945 als Sieger in Belgrad ein. Seinem Heldentum setzte er mit der teuersten jugoslawischen Filmproduktion ein Denkmal. Orson Welles schrieb mit am Drehbuch. Richard Burton spielt Tito, den Befreier. Stoff für die Tito-Legende. Von Beginn an sollte dem Stalin-Kult mit einem Tito-Kult begegnet werden. Stalin war brutal, aber er ließ sich verehren. Er wollte, dass alle an ihn glaubten. Und er forderte, politische Gefangene muss man schlagen, foltern. Man muss sie umbringen. Tito hätte so etwas Brutales nie verlangt. Aber den Kult brauchte er anfangs, um dem Stalin-Pomp etwas entgegenzusetzen. Persönlich war Tito eher sensibel gegenüber dem Leid anderer, was nicht ausschloss, dass sein Regime großes Leid und Tod über die Leute gebracht hat. Grandi sofferenze e anche la morte. Er war kein begnadeter Redner, aber einer, der trotz Gefangenenlager und Überwachungsapparat die Sympathien der Massen auf sich zog. Er, der Kroate, hat das Vielvölker-Jugoslawien mit Charme und harter Hand zusammengeschweißt und dabei zahlreiche Opfer in Kauf genommen. Pierjevic spricht von 60 bis 100.000 Toten. Klugheit, Verführungskunst und Machtgier, so die These des Biografen, machten Tito zu dieser legendären Jahrhundertfigur. Die geschichtliche Größe Titos findet der Biograf in dessen Außenpolitik. Der Einsatz für die ansonsten bemitleidete, arme, blockfreie Welt.
zu deren Sprecher und Interessenvertreter er sich aufschwang. Es war die Chance, sich Macht und Ruhm auf internationaler Bühne zu verschaffen. An der Seite von Abdel Nasser, Jawaharlal Nehru und Haile Selassie. Er ist als Partner auf diese Völker zugegangen. Er war der erste weiße Politiker, der sich diesen einst kolonialen Ländern nicht als Herrscher und nicht als Missionar, sondern ihnen auf Augenhöhe gegenübergetreten ist. Das hatte natürlich einen enormen psychologischen Erfolg. Und Tito war sich dessen bewusst. Für die der Sowjetunion ergebenen Staaten war Tito der beargwöhnte Revisionist, der es mit dem Westen trieb. Für Tito selbst waren Besuche, wie hier in Ost-Berlin, eher eine lästige Pflicht. Er brauchte die Wirtschaftsbeziehungen mit der DDR. Und für die DDR war Belgrad ein außenpolitisches Tor zur Welt. Er hatte eigentlich Sympathie für Willy Brandt gehabt. Mit ihm hat er sich sehr, sehr gut verstanden und mit anderen deutschen Sozialdemokraten auch. In diesem Sinne waren die Kontakte mit Bonn viel besser als mit Pankow. Der Mann, der schnelle Autos, schöne Frauen und Whisky liebte, schuf ein politisches Modell, das sich Titoismus nennt. Repression ja, aber auch selbstverwaltete Betriebe, Reise- und Kunstfreiheit plus soziale Sicherheit. In den heutigen Staaten des zerfallenen Jugoslawiens gibt es große Sehnsucht nach dieser versunkenen und auch verklärten Tito-Welt.